weise ich einmal auf die Corona-Schutzverordnung hin. Haltet Abstand, tragt die Masken, guckt, dass ihr eigenverantwortlich handelt. Gebt dem Ordnungsamt vor allen Dingen heute keinen Grund, irgendwelche Sanktionen auszusprechen. Die sind heute sehr streng mit uns. Tragt wirklich die Masken. Ich kann nicht die ganze Zeit darauf achten, dass ihr die anzieht. Bitte tut das einfach heute mal. Ja, wir wollen ja keinen Ärger produzieren. Wir wollen ja auch in Zukunft wachsen können. Wir wollen ja auch friedlich bleiben. Und es bringt halt nichts, wenn wir uns jetzt mit den Behörden anlegen. Das ist halt irgendwie sinnfrei. Das bringt uns langfristig einfach nicht weiter. Wir werden nachher auf der Hofgartenwiese nochmal an unserer Forderung arbeiten und ein klares Kriterium für Frau Dörner festlegen. Würden nachher auch nochmal eine Umfrage starten und dann einfach mal schauen, ja, wie unser Zuspruch ist und wie groß unsere Chance ist, dass wir langfristig dafür sorgen können, dass diese bescheuerte Maske hier in der Innenstadt einfach verschwindet, weil es ergibt keinen Sinn. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Musik an, packen einmal das Equipment ein und dann können wir losgehen. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Das ist für die Pharmaindustrie, das ist ja auch nicht. Das passt nicht auf den Tag. Hey, Freundchen, denk dir auch was Besseres aus. Dann gehen wir leider weiter, ja?
Ja, 72. Okay, und dann können wir heute den ganzen. Ja, klar, ja. The youth, we hear.
Was sagt ihr denn zu der Soundqualität? Hat sich das verbessert im Gegensatz zu dem Megafon? Können auch die Leute da hinten mich hören? Genau, leuchtet mal mit den Handys da hinten. Hört ihr mich? Ja, sehr geil. Ja, und kritisiert mich. Ich kann nur dadurch lernen. Wenn ich euch zu laut bin oder das blöd ist, sagt mir das. Ja, werde ich umsetzen. Es ist halt im Megafon, muss ich schreien. Und jetzt kann ich wohl ganz offensichtlich ganz in Ruhe reden und ihr hört mich trotzdem. Es wird ein Lernprozess, wir kriegen das hin. Ja, schön, dass ich wieder hier sein kann und euch sehe und auch meinen traditionellen Party am Ende wieder begehen darf mit euch. Ich freue mich total, dass ihr alle da seid. Mal wieder danke an alle, die hier sind, die sich auf den Weg gemacht haben, die keine Mühen scheuen. Immerhin ist das Wetter uns heute mehr gewogen, als es letzte Woche der Fall war. Schön, dass sich niemand hat abschrecken lassen. Eine Sache noch organisatorisch, also wir befinden uns hier immer noch in der Versammlung. Daher gilt auch weiterhin die Maskenpflicht. Achten Sie einfach darauf, dass die eingehalten wird, damit wir hier auch in Zukunft gut gesonnen sind, uns jemand gut gesonnen ist und dass wir hier nicht in falsche Schubladen gesteckt werden. Noch ein Dankeschön auch an die Polizei, die mal wieder unterstützerisch und beschützerisch unterwegs ist. Und ich habe das Gefühl, ich muss noch ein Dankeschön aussprechen an alle Leute, die uns unterstützen. Sei es mit ihrer Anwesenheit als Ordner. Da sage ich auch noch einmal, wir brauchen mehr Ordner. Wer möchte, dass das hier weiterhin gut stattfinden kann, darf gerne auf uns zukommen und sich als Ordner bewerben sozusagen. Und außerdem gibt es Unterstützer, die sich noch in anderer Art und Weise hier beteiligen. Zum Beispiel mit dieser Box. Also es gibt Leute, die scheuen hier auch keine Kosten und Mühen, sich hier aktiv quasi am Widerstand zu beteiligen. Danke auf jeden Fall dafür, dass wir hier Möglichkeiten bekommen. Ich würde einmal gerne euch dazu aufrufen, macht doch mal eure Handytaschenlampe an. Dann können wir gleich nochmal uns umschauen und sehen Jerry. Und sehen, wer hier, genau, ja, schön. Es sieht sehr schön aus, sehr, 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 sehr schön. Ich gebe mal ein paar Minuten, um hier das Handy mir bitte, danke. Jetzt würde ich gerne mal wissen, es nehmen mal alle ihre Taschenlampen runter und nur die hoch, die heute das erste Mal hier sind. Okay. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ich hoffe, ihr habt euch wohlgefühlt. Jetzt dürfen gerne mal alle die Taschenlampe hochhalten, die das zweite, dritte Mal hier sind. Sehr schön. Überspringen wir mal fünfte, sechste, siebte Mal. Leute, es sind so viele. Natürlich dürfen wir mehr werden. Ich würde gerne bei meiner ersten Frage mehr sehen. Aber trotzdem, dadurch, dass so viele hier sind, das zeigt einfach, dass wir es weiterhin richtig machen, dass es wichtig ist, dass wir uns hier zeigen und dass das Ganze hier kein Sprint ist. Das muss uns bewusst sein. Das ist ein Marathon, den wir hier machen. Und Leute, ich kann verstehen, dass man ungeduldig ist.
Ich kann verstehen, dass man ungeduldig ist, dass man unzufrieden wird, dass der Frust zwischendurch durchkommt. Aber es ist so wichtig, dass wir hier mit Geduld, mit Liebe, mit Zuversicht, mit Vertrauen stehen und einfach unseren Weg weitergehen. Denn letztendlich kann es nicht so falsch sein, für die Selbstbestimmung hier zu sein, für die Freiheit, für die Unversehrtheit über den eigenen Körper entscheiden zu dürfen. Wenn man sich die Leute hier anguckt, sieht man, wie bunt und wie vielfältig wir sind. Es gibt so viele unterschiedliche Arten Menschen, so viele Hintergründe, sei es jetzt kulturell oder ethnisch oder politisch, was auch immer. Letztendlich zeigt das doch, dass wir hier eben keine Nazis sind. Ich muss auch immer wieder sagen... Mit Blick auf die kleine Gruppe links. Wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft, die hier den Widerstand machen. Wir sind eben Leute, die einfach für ihr eigenes Recht einstehen wollen. Und wir lassen uns nicht in eine Schublade stecken. Ich fand es sehr bezeichnend, dass wir heute so wenig gegen Protest begegnet sind. Ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist. Der Münsterplatz war leer. Auch das zeigt, Leute, denen etwas wichtig ist, die erscheinen jedes Mal. Die lassen sich nicht abschrecken vom Wetter. Zum Beispiel. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass die Linke so langsam versteht, dass auch hier Linke mitlaufen. Und dass die Antifa eigentlich einen falschen Job macht, wenn sie für Pharma propagiert. Lasst uns einfach dabei bleiben, uns immer wieder vor Augen zu rufen, wofür wir sind. Wir können nicht immer gegen alles Mögliche sein, aber lasst uns vor Augen halten, wofür wir sind. Eben für den Zusammenhalt, für die Selbstbestimmung, für die Freiheit und so weiter und so fort. Leute, und ich muss sagen, wenn mir jemand vor 8 Wochen gesagt hätte, dass ich hier irgendwie die nächsten Monate eventuell stehe, als Veranstaltungsleitung einer Demo, und irgendwie frei spreche, mehr oder weniger frei. Ich hätte einen Vogel gezeigt. Aber auch das ist für mich irgendwie bezeichnend, dass solche Situationen... dass solche Situationen, in denen wir uns gerade befinden, einfach... Sachen aus oder Züge aus Menschen herauskitzeln, die sie vielleicht vorher nicht unbedingt erwartet hätten. Hoffentlich ist das für alle Anwesenden hier eher was Positives, also dass positive Züge rausgekitzelt werden. Und ich muss für mich sagen, ich bin zwar eigentlich sehr defensiv und friedlich und halte mich zurück, aber beim Thema Ungerechtigkeit muss ich dann doch aufstehen und mich zeigen. Und deswegen hoffe ich, dass das hier in aller unser Sinne ist, dass wir hier regelmäßig montags zusammenkommen und uns zeigen. Nochmal der Appell. Wir sind hier mit ganz vielen Leuten, die wirklich schon viel laufen, die verstanden haben, dass es wichtig ist, sich zu zeigen, Gesicht zu zeigen vielleicht auch, das halbe Gesicht in dem Fall. Aber wir machen das ja eigentlich nicht nur für uns. Es ist wichtig, dass wir eine gewisse Außenwirkung haben. Ich hoffe, das verstehen die Leute. Ich möchte immer wieder darauf hinweisen, dass wir eben versuchen, nicht zu protestieren, nicht Leute zu verärgern, indem wir hier sind. Deswegen versuchen wir auch immer wieder dazu aufzurufen, verhaltet euch friedlich, haltet euch an die Regeln. Wir wollen einfach zeigen, dass wir eben nicht ein zu ignorierender Teil der Gesellschaft sind. Ja.
Deshalb bewegen wir uns hier unter dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Und unter denen fallen eigentlich noch so viele mehr Menschen. Die sind aber vielleicht verängstigt, vielleicht verärgert. Die haben vielleicht auch noch Vorurteile. Wer kann es ihnen verübeln? Hashtag Medien und so. Ich bin gerne auch bereit, mal ein bisschen mit Leuten zu sprechen, die vielleicht verantwortlich sind für genau solche Geschichten. Auf jeden Fall ist es in unser aller Verantwortung, dafür zu sorgen, aufzuklären, gar nicht unbedingt inhaltlich, was jetzt hier jeder Einzelne irgendwie, keine Ahnung, sagt, ja, aber die Zahlen, sondern eben, dass wir sagen, wir sind hier für eine Selbstbestimmung, wir sind hier gegen die gesellschaftliche Spaltung, beziehungsweise besser für den Zusammenhalt. Ladet doch einfach mal Leute ein. Wenn jeder einen mitbringt nächsten Montag, sind wir doppelt so viele hier. Und wer doch Lust hat, mal ein bisschen mehr Demo-Charakter hier auf den Tisch zu bringen, auch die Stimmen werden gehört. Für samstags ist angemeldet eine Demonstration 15 Uhr Münsterplatz. Für die Leute, die mal mit Plakaten, die mal mit Gesang oder Parolen, gerne mit bunten Regenschirmen hier ein bisschen anderweitig sich zeigen möchten. Familienfreundliche Uhrzeiten. Familienfreundliche Planung auch, aber doch mit ein bisschen mehr Demo-Charakter. Also schreibt es euch in den Kalender, wer das noch hat. Samstagnachmittag hier auch nochmal eine Möglichkeit herzukommen. Danke an die Veranstalter dafür. Und noch ein Thema zum Thema Mehrwerden. Dass ihr wisst, was sich hier so ein bisschen im Hintergrund abspielt. Wir sind natürlich viel in der Planung. Wie kriegt man es hin, massentauglich sozusagen zu sein? Was für Forderungen kann man aber auch stellen? Wie geht's jetzt weiter? Also nur spazieren alleine hilft natürlich nicht. Wir haben uns überlegt, dass wir mit Forderungen mal an unsere Oberbürgermeisterin herantreten können. Und da wollen wir klein, aber fein anfangen, um auch möglichst unkontrovers bleiben zu können, um möglichst viele Leute, die sich nicht damit identifizieren können, hier mitzugehen, mitzunehmen. Denn es gibt so viele Leute, die zum Beispiel Befürworter vom Impfen, von der Maskenpflicht und so weiter sind, ist ja jedem seine Freiheit, die aber trotzdem sagen, stimmt, wir hätten es doch verdient, ein bisschen mehr transparentere, offene Kommunikation, eine Verhältnismäßigkeit, an die reelle Gefahr gebundene Maßnahmen hier irgendwie gezeigt zu bekommen. Und hätten wir es nicht verdient, zumindest zum Beispiel für die Maskenpflicht im Freien in der Innenstadt, ein Kriterium genannt zu bekommen, wann die mal enden soll. Denn dagegen kann niemand was haben. Gegen ein Kriterium wird der stärkste Maskenbefürworter nichts haben. Denn das ist auch Politik, bürgernahe Politik, dass man es nachvollziehen kann, dass man bereit ist, das vielleicht mitzutragen. Und sind wir ehrlich, das Kriterium gibt es eigentlich nicht. Aber lass uns klein anfangen, dass ihr seht, wir gehen hier auch außerhalb von montags mal aus unserer Komfortzone raus und formulieren weitere Gedanken. Genau. Also, abschließend würde ich sagen, Samstag ein Termin, nächsten Montag natürlich ein Termin. Ich hoffe, dass das Wetter uns weiterhin gewogen bleibt. Und Leute, ich freue mich so sehr darauf, wenn es jetzt länger hell bleibt, wenn es wärmer wird, dass wir mal Mützen und dunkle Jacken zu Hause bleiben können irgendwann. Und dafür finde ich schön, dass wir uns hier zum Beispiel den Platz reserviert haben. Denn wenn es mal hier wärmer ist und die Leute noch viel bunter auftreten können, denke ich, gibt es ein sehr schönes Bild. Ich würde jetzt gerne noch ein paar Minuten einmal Zeit geben, dass sich mal jemand rumdrehen kann. Oh, danke an die Unterstützung. Dass sich jeder mal rumdrehen kann und vielleicht mal ein paar Worte wechseln kann mit demjenigen hinter sich, den er noch nicht kennt. Denn darum geht es hier auch. Nicht nur irgendwie stumm vor sich hinzulaufen, sondern eben auch um Vernetzung. Mal zu gucken, mit wem laufe ich hier.
kann man sich mit den Menschen hier identifizieren. Und da gibt es ganz viele Leute, denen es genauso geht wie uns. Also gerne mal ein paar Gespräche führen. Lasst die Maske an, bitte. Aber genau, vernetzt euch einfach mal ein wenig. Wie sind die Leute hierher gekommen? Viel Spaß, ein paar Minuten gebe ich dafür. Lehren. Danach sind sie nicht mehr Teil der Veranstaltung, dürfen sich frei bewegen und genau, ich freue mich, dass ihr alle hier wart und freue mich, euch nächsten Montag wiederzusehen. Danke euch.